Man kann teilweise auch lesen, tatsächlich, dass ähnlich wie Marihuana rauschhaft betrieben wird, das Gehirn reagiert ähnlich, ne? Ja, es geht ja natürlich über die Schleimhäute, was ja eine wunderbare Verbindung direkt zum Gehirn hat, direkt oben in die Zentrale. Und das ist wirklich fast so über die Blutbahn, ganz schnell oben im Gehirn. Das heißt, es reagiert schnell und es macht ganz positive Gefühle, aber es macht auch ganz schnell abhängig. Das ist so, jetzt habe ich aber hier noch mal rausgesucht. Also laut anonymer Quellen, ja, also laut NDR, interessant. Wo haben Sie die her? Ja, sowas habe ich. Sollen bis zu ein Viertel der Bundesligaspieler regelmäßig Snus einsetzen. Wenn das jetzt wirklich Realität wäre, ist doch wirklich interessant. Wäre man eine Sache auf der Spur, die man möglicherweise bekämpfen sollte? Ja, denn also natürlich ist es nicht frei in Deutschland verkäuflich. Und wenn das alles illegal gemacht wird, dann muss es ja einen Effekt haben. Und wenn wirklich, und ich weiß ja beispielsweise, dass die Dopingagentur WADA hat gerade auch Snus, genau wie Koffein, auf der Beobachtungsliste. Man schaut also hin, wirkt es oder wirkt es nicht? Das weiß man nicht so hundertprozentig. Also es ist noch kein Doping, aber da es verboten ist, muss es ja irgendeinen Grund auch haben, neben der Gesundheit, warum die Sportler es trotzdem nehmen. Also Eishockey, Handball, Football und jetzt auch im Fußball. Ja. Würden Sie es tatsächlich verbieten? Ich würde sagen, ja. Denn es hat auf jeden Fall leistungsbeeinflussende Faktoren. Und wenn ich mir dadurch Vorteile erschaffe, dann ist das nicht regulär, dem Reglement entsprechend. Ich nutze also bestimmte Substanzen dafür. Und ich glaube, das ist so eine gefährliche Substanz, insbesondere auch gerade aufgrund der Abhängigkeit. Da müssen Sportler Vorbild sein. Das dürfen sie der Jugend nicht einfach mal so unterschieben. Nein, es gehört verboten. Also nicht so ein lockeres Nikotin-Kaugummi, was man so zwischendurch mal wegnimmt. Nee, das ist viel gefährlicher, wie Sie schon gesagt haben. Also eine Portion hat wie 30 Zigaretten die Wirkung. Und wenn man das mal so eben macht, und ich weiß, dass Sportler das sogar verzwei- oder verdreifachen, also die haben eine richtig dicke Lippe da oben, so muss man sagen, das ist wie 10 Zigaretten gleichzeitig sich anzuzünden. Also das ist quasi ein Kick fürs Gehirn, das ist nicht gut und gesund.